Theo fährt Bus. Theo und Mama laufen die Straße entlang. Direkt vor ihnen hält der Bus an der Haltestelle. Mit dem will ich fahren, ruft Theo und zieht Mama an der Hand. Das passiert mindestens 7-mal pro Woche. Theo läuft die Straße entlang und gut just hält der Bus vor seiner Nase. Ich will einsteigen, sagt Theo. Wir wohnen doch hier, sagt Mama und hält ihn an der Hand zurück. Wir brauchen nicht mit dem Bus zu fahren. Ich will aber Bus fahren, ruft Theo. Der Bus ist beinahe so hoch wie ein Haus und erdbeerrot ist er und er brummt so tief wie ein alter freundlicher Bär. Wir wollen doch nirgendwo hin, sagt Mama. Ich will dahin, wo der Bus hinfährt, sagt Theo. Du weißt ja gar nicht, wo der hinfährt. Mama zieht ungeduldig an Theos Hand. Nun komm schon, sagt sie. Beim nächsten Mal, wenn wir in die Stadt fahren, dann nehmen wir den Bus, ja? Gleich morgen. Ach, Theo. Bitte, haucht Theo und sieht Mama mit diesem Blick an. Wie ein Weihnachtsengel. Ach, Theo, sagt Mama wieder. Vielleicht, sagt sie. Als Theo und Mama am nächsten Nachmittag vom Kindergarten kommen, hört Theo wieder das tiefe Brummen des Dieselmotors hinter sich. Da ist er ja, ruft er und zieht Mama an der Hand. Der Bus überholt sie und hält wenige Meter vor ihnen an der Haltestelle. Heute geht's nicht, sagt Mama. Du hast es versprochen. Viel Zeit bleibt nicht. Noch steigen Fahrgäste aus und ein und dann wird der Bus mit einem Pfff seine Türen wieder schließen und weiterfahren. Dabei lässt er jedes Mal einen schönen Dieselpups ab. Das klingt wie ein Pups durch den Auspuff. Das macht der Bus bestimmt vor Freude, denkt Theo. Er findet, dass das rote, breite Hinterteil des Busses so fröhlich aussieht, wenn es kleiner wird und wenn es sich immer weiter entfernt und schließlich in den kurzen Tunnel eintaucht, über dem die Züge fahren. Die letzten Fahrgäste steigen ein, gleich wird der Bus die Türen schließen. Da reißt sich Theo los. Er ist im Recht, Mama hat's versprochen. Die wird schon kommen, denkt er. Das ist so ein Spiel. Theo läuft weg und Mama kommt hinterher. Theo, hört er Mama rufen. Los, komm, denkt Theo und springt in den Bus. Pfft, schließen sich die Türen hinter Theo. Und dann wird das Brummen lauter und der Bus setzt sich in Bewegung und Theo muss sich festhalten. Er strahlt und dreht sich nach Mama um. Aber Mama steht gar nicht hinter ihm. Ganz kurz sieht Theo ihr Gesicht hinter der Scheibe auf der Straße. Mama schlägt mit der flachen Hand an die Bustür und für einen winzigen Moment sieht Theo, wie sich ihr Mund bewegt. Schnell bewegt. Sie ruft etwas, das Theo nicht verstehen kann. Mamas Gesicht sieht sehr erschrocken aus. Ja, so wie damals, als Theo im Schwimmbad ohne Schwimmflügel ins Wasser gesprungen ist. Da hat Theo auch noch Mamas entsetztes Gesicht gesehen, bevor er untergegangen ist und er das ganze Wasser geschluckt hat. Und er hat plötzlich gewusst, dass es keine gute Idee war, ohne Schwimmflügel ins Wasser zu hüpfen. Und jetzt weiß er auch, dass es sehr, sehr dumm war, sich von Mamas Hand loszureißen und in den Bus zu springen. Ah, Himmel hilf, murmelt er. Himmel hilf, das hat Uroma immer gesagt. Das ist die Mama von der Oma. Und Oma hat Theo erzählt, dass ihre Mama immer Himmel hilf gerufen hat, wenn was wirklich schlimm war. Und was jetzt passiert, ist wirklich schlimm. Theo ist alleine im Bus zwischen all den fremden Leuten. Ja, und was noch viel schlimmer ist, er hat keine Fahrkarte. Theo ist plötzlich ganz schwindelig. Er schielt aus dem Fenster. Die Bäume und die Häuser, die an ihm vorbeisausen, kennt er überhaupt nicht. Was mache ich nur, was mache ich nur, denkt er. Der Bus hält kurz. Es steigen mehr Fahrgäste aus als ein. Theo hört den Dieselpups und schon geht's wieder weiter. Ein Platz neben ihm wird frei.
Theo lässt sich auf das Polster sinken und um ihn herum sitzen lauter große Schulkinder, die ihn gar nicht beachten. Am liebsten würde Theo losheulen, einfach losheulen. Aber das bringt ja nichts. Vom Heulen wird selten was besser, sagt Opa immer. Theo hört richtig Opas Stimme, wenn er daran denkt. Mama wird mich finden, überlegt er. So erschrocken, wie sie geschaut hat, wird sie Theo finden, überall auf der Welt. Da ist er sich ganz sicher. So wie damals, als das Wasser einfach über ihn geschwappt ist. Zack, wie ein Deckel über eine Kiste, so schloss sich das Wasser über Theos Kopf. Und Mama hat ihn im Wasser gefunden und wieder hochgezogen. Jetzt wird sie mich auch finden. Sie wird hinter dem Bus herlaufen. Bis sie mich findet, denkt Theo und sieht ängstlich aus dem Fenster. Ob der Bus bis ans Ende der Welt fährt? Ob Mama überhaupt weiß, wo das Ende der Welt ist? Theos Mut sinkt tiefer, je länger der Bus fährt. Er fühlt sich kleiner als eine Ameise auf einem Elefantenrücken. Mama, finde mich bitte, denkt er. Mama, mach was bitte. Theo kneift die Augen fest zusammen. Mama wird die Feuerwehr und die Polizei rufen. Und dann kommen die mit Blaulicht und fahren hinter dem Bus her. Stopp, Polizei, wird der wichtigste Oberpolizist in den Lautsprecher sagen. Und Mama sitzt dann neben ihm und schimpft, dass er schneller fahren soll. Der Bus hat schon einige Male angehalten und ist wieder weitergefahren. Es gibt immer mehr freie Plätze. Niemand will Theos Fahrkarte sehen. Aber ob das so bleibt? Kann man ins Gefängnis kommen, wenn man keine Fahrkarte hat? Überlegt Theo. Er denkt angestrengt drüber nach, ob Papa, Opa, Mama oder Oma schon mal etwas über Fahrkarten und Gefängnisse gesagt haben. Aber er kann sich nicht erinnern. Mama wird bestimmt immer ungeduldiger im Polizeiauto, denkt Theo. 5 ist er. Blonde Haare hat er und er kann fast schon lesen, wird Mama dem Polizisten sagen. Wir finden Ihren Jungen, wird der Polizist sagen. Aber Mama wird das gar nicht schnell genug gehen. Lassen Sie mich mal ans Steuer, wird sie sagen und mit dem Polizeiauto losbrausen. Der Bus ist jetzt fast ganz leer. Theo duckt sich hinterm Sitz. Die letzten 3 Fahrgäste steigen aus. Theo wird's immer schwindeliger. Ob er jetzt schon im Ausland ist? Überlegt er. Ein Schluchzer entweicht ihm. Der steigt einfach hoch in ihm. Er kann gar nichts dagegen machen. Der Bus biegt ab und bleibt vor einem großen eisernen Gitter stehen, das sich langsam zur Seite schiebt. Sie fahren hindurch. Theo schielt aus dem Fenster. Er sieht eine riesige Halle und einige Busse. Ein Busparkplatz, flüstert Theo. Himmel, hilf! Hier kann mich Mama nie finden, denkt er. Sein Herz ist jetzt so tief gerutscht, dass es tiefer gar nicht mehr rutschen kann. Rufen Sie den Polizeihubschrauber, wird Mama sagen. Nur von oben finden wir den Bus. Ja, Sie haben vollkommen recht, wird dann der Polizist sagen. Hallo, Zentrale? Wir benötigen einen Helikopter. Ja, den Heli. Wir suchen einen Jungen. Sein Name ist Theo. Mama wird nicht locker lassen, bis der Heli in der Luft ist, denkt Theo. Der Bus kommt zum Stehen. Theo späht über den Sitz. Er sieht die getönte Scheibe, hinter der der Fahrer sitzt. Das Funkgerät ist noch an. Ich bin jetzt im Depot, hört Theo ihn sagen. Ich mache jetzt den Funk aus. Feierabend. Der Busfahrer streckt sich, dann steht er hinterm Lenkrad auf. Vielleicht ist der Mann ja ein Himmelhelfer, denkt Theo und streckt die Hand hoch. Der Busfahrer hat die Bewegung gesehen. Er ist ein bisschen müde von der Frühschicht und reibt sich nun verwundert die Augen. Ja, wen haben wir denn da? Fragt er. Er ist ein großer, grauhaariger Mann und klingt fast so wie sein Dieselmotor. Theo, flüstert Theo.
Mama ist inzwischen bestimmt in den Helikopter umgestiegen, denkt er. Ihre Haare werden vom Luftzug wild durcheinandergewirbelt, stellt sich Theo vor. Bestimmt hat sie ein bisschen Angst vor dem Flug, aber sie wird einsteigen. Da ist er sich ganz, ganz sicher. Theo, so, brummt der Busfahrer. Die Polizei sucht dich schon. Mit dem Hubschrauber? Flüstert Theo. Weil Mama das gesagt hat? Theo hält den Atem an. Oder weil ich keine Fahrkarte habe? Fahrkarte? Der Busfahrer muss grinsen. Nee, weil so ein Dreikäsehoch wie du nicht alleine unterwegs sein sollte. Theo nickt schuldbewusst. Ja, ich dachte, Mama läuft mir nach. Die ist nicht so schnell, die Mama, sagt der Busfahrer und reicht Theo die Hand. Komm, wir müssen jetzt der Polizei funken, wo du bist. Im Hubschrauber gibt's auch Funk, weiß Theo. Bestimmt hört er gleich die Rotorblätter und dann landet Mama auf dem Busparkplatz. Theo schaut sich um, wo der Heli denn hier wohl landen könnte. Der Busfahrer schaltet den Funk wieder ein. Achtung, hier Bernie 364. Der gesuchte Junge ist bei mir im Depot. Bitte an die Polizei weitergeben. Eine kratzige Stimme antwortet und der Busfahrer wuschelt Theo durch die Haare. Natürlich habe ich's eilig. Ich warte aber trotzdem, bis die Polizei hier ist. Ende. Der Busfahrer winkt Theo aus dem Bus heraus. So, hier setzen wir uns jetzt hin und warten auf deine Mama. Theo lässt sich neben Bernie auf die Bordsteinkante sinken. Direkt vor dem Bus. Der Bernie ist mein Himmelhelfer, denkt Theo. Gerne möchte er ihm was schenken. Da fällt ihm ein, dass ja noch sein Frühstück im Rucksack ist. Er hat heute wieder mal nicht alles geschafft. Er kramt das Salamibrot aus seinem Rucksack und hält es Bernie unter die Nase. Da, sagt Theo nur. Bernie nickt und sagt, ich nehme das gern. Ich habe Hunger. Danke. Schon mampft er genüsslich. Hast du gar keinen Hunger? Theo schüttelt den Kopf. Überhaupt keinen. Sein Magen fühlt sich ganz seekrank an. Geht das Brot auch als Fahrkarte? Fragt Theo. Bernie grinst wieder. Nee, aber eine Fahrkarte brauchst du erst ab 6. Bist du schon 6? Theo schüttelt den Kopf und ist ganz erleichtert. 5 Minuten später kommt Mama. Allerdings ohne Helikopter und ohne Blaulicht. Einfach angeradelt kommt sie und hat ganz rote Backen. Der Pförtner öffnet das Gatter des Depots. Mama fährt hindurch und springt vor Theo vom Fahrrad. Theodor, ruft sie. Hallo, Mama, sagt Theo und lässt sich ganz fest drücken. Seine Knie sind so weich, dass er sich einfach fallen lässt. Mama hebt ihn hoch. Tu das nie, nie wieder, sagt sie. Ihre Beine sind offensichtlich auch ganz weich, denn sie hockt sich neben Bernie auf die Bordsteinkante. Der kaut und nickt freundlich. Tag, sagt er und hält Mama Theos Brot hin, sozusagen als Begrüßung. Mama scheint auch Hunger zu haben, denn sie greift tatsächlich nach der Stulle, beißt einmal hinein und gibt sie Bernie zurück. Oh, danke, sagt sie und kaut. Das ist gut für die Nerven. Bernie grinst breit und stopft sich den Rest des Brotes in den Mund.